Hallo, mein Name ist Elke Schenkmann und ich möchte heute über ein wichtiges Thema sprechen, das Thema Hormone und insbesondere über das Thema Progesteronmangel, eine unterschätzte Gefahr. Ich habe gemerkt, das Thema Hormone beschäftigt viele Menschen, auch wenn da immer noch sehr viel Desinformation besteht. Daher heute der Vortrag. Wir alle sind hormongesteuerte Wesen. Das fängt beim Essen an, Insulinspiegel, geht bis hin zum Schlafen, Melatonin. Wir haben Hormone, die quasi alle Emotionen regulieren. Es ist ein ganz, ganz feines System, das unseren kompletten Vorgänge im Körper steuert. Richtig merken tut man das erst dann, wenn dieses System ins Ungleichgewicht gerät. Ja? Ich selber werde sehr bald 40, bin vor einem Jahr 39 geworden und kurz davor, in den Monaten davor, merkte ich, dass ich plötzlich Zustände von zunehmender Erschöpfung hatte. Immer so Phasen, wo ich unglaublich erschöpft war, wie Stecker raus, so ein Gefühl war das. Also wirklich, das war untypisch für mich, auch über so einen längeren Zeitraum, mehrere Tage, teilweise Wochen, wo ich irgendwie gar nicht mehr richtig zu Kräften kam. Dann dazu gesellte sich dann, dass ich kurz vor den Tagen auch so Stimmungsschwankungen hatte. Ein bisschen kenne ich das immer schon, aber das war so intensiv und auch über mehrere Tage hinweg, dass ich schon ein bisschen den Verdacht hatte, dass da die Hormone irgendwie eine Rolle spielen könnten. Zum Glück habe ich viele kluge Frauen in meinem Kreis um mich herum und habe dann mal rumgehört, ob andere das auch kennen, ob da sie irgendwas zu einer hormonellen Disbalance diesbezüglich wissen. Und tatsächlich habe ich einen sehr wertvollen Tipp bekommen von einer befreundeten Heilpraktikerin, die gesagt hat, probier mal die Jamscreme, Jamswurzel, also eine Creme mit der Jamswurzel. Da kannst du das Progesteron wieder in den Griff kriegen und ich gebe dir auch noch Infos dazu, weil sie schon wusste, ich will dann auch verstehen, was da passiert. Ich habe mir das durchgelesen und wollte das sofort testen, habe es direkt angewendet und ich bilde mir ein, schon ab der ersten Anwendung kamen Kräfte zurück. So eine jugendliche Energie, wie ich sie wirklich fast seit der Jugend nicht mehr hatte. Ich hatte diese Stimmungsschwankungen vor den Tagen definitiv nicht mehr oder wenn dann nur so kleine Dellen, aber eigentlich vernachlässigbar bis gar nicht. Und dann habe ich noch was anderes gemerkt, das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, aber tatsächlich wurde mein Schlaf besser. Ich konnte mehr schlafen, tiefer und irgendwie, ja, abends kenne ich das von mir, dass ich mich für viel interessiere und so eine Unruhe dann habe und nicht so leicht den Weg ins Bett finde. Das ist dadurch besser geworden. Es ist irgendwie so ein Gefühl eingetreten von so ein sattes, nährendes Gefühl, so eine Ruhe, die so von ganz innen kommt. Also nicht, dass ich mit dem Thema jetzt völlig unvertraut wäre. Als Yoga-Lehrerin kenne ich natürlich auch diese tiefe innere Stille aus Meditation und Yoga und anderen Übungen. Aber das hier hatte nochmal eine andere Qualität, wo man wirklich spüren konnte, das kommt aus den Zellen, das ist irgendwie tiefer und nicht so über den Geist jetzt rein beeinflussbar. Das war wirklich aus dem Körper so eine angenehme Ruhe. Und ich habe inzwischen gelernt, dass Progesteron auch tatsächlich unser Wohlfühlhormon für Frauen ist, aber auch bei Männern antidepressiv wirkt, also bei allen Männern und Frauen für Wohlbefinden sorgt. Und eine der Hauptwirkungen ist eben diese psychische Aufhellung, dass Erschöpfungszustände zurückgehen, auch stressbedingte Symptome verschwinden. Und auch noch viele andere Symptome verschwinden. Ich fand das so spannend, dass ich dem dann auf den Grund gehen wollte und das auch getan habe. Dazu gleich mehr. Vorab noch ein paar Rückmeldungen, weil ich war natürlich so begeistert. Ich habe das gleich allen empfohlen. Und dann kamen auch schnell Rückmeldungen auch von anderen. Also es war bei mir kein Einzelfall. Andere Frauen schrieben mir dann zum Beispiel, ich bin ausgeglichener, meine Haut ist straffer, bin insgesamt mehr in meiner Mitte, mehr Lebensqualität habe, wieder mehr körperliche Power. Eine andere Frau schreibt, ich fühle mich langsam wieder wie ein Mensch. Ich habe das Gefühl, ich werde zwar älter, aber komme langsam wieder an meine Kraft und zu mir. Dann zwei Freundinnen, die es gleichzeitig getestet haben. Ja, wir lieben diese Creme wirklich. Manchmal muss ich schon schmunzeln, wie gut ich eigentlich drauf bin. Dann eine andere Frau, die Creme auch schon länger jetzt verwendet. Sie ist 49 Jahre alt und hatte Unregelmäßigkeiten bei der Menstruation, besonders auch ziemlich schmerzende Brüste kurz vor den Tagen, teilweise schon ab Ende der Blutung.
Zudem hatte sie übermäßig starken Haarausfall. Der Haarausfall ist geheilt, seit sie die Creme nutzt, und die Schmerzen der Brust sind weniger geworden. Und kommen erst ganz kurz vor den Tagen oder gar nicht. Beim ersten Mal, als sie einen Zyklus mit der Creme gearbeitet hat, war sie so überrascht, dass die Regelblutung losging, weil ich überhaupt keine Schmerzen hatte. Außerdem geht es mir emotional besser. Andere berichten über eine stärkere Libido, was dann auch dem Mann zugutekommt. Bei Frauen verschwinden Hitzewallungen, die durch die Wechseljahre verursacht werden. Schilddrüsenwerte werden besser bis hin zu Hashimoto, was verschwindet. Haare und Haut wurden besser, Haarausfall auch bei Männern. Zyklusunregelmäßigkeiten können sich verbessern. Dann gab es jetzt einen Fall von einer Frau, die noch nur einen Monat unerfüllt hat. Also es gab einen unerfüllten Kinderwunsch, der dann nach einem Monat schon wurde sie schwanger. So, also mich hat das Thema auf den Plan gerufen. Ich wollte wissen, was ist hier eigentlich los, und habe eben festgestellt, dass fast alle Menschen, zumindest ab einem gewissen Alter, unter Progesteronmangel leiden. Oder umgekehrt ausgedrückt, eine sogenannte Östrogendominanz vorliegt. Ja, der Begriff geht auf Dr. John Lee zurück. Der hat sein Lebenswerk dem Thema Progesteron gewidmet. Hat das jemand? Dr. John Lee, natürlich ist Progesteron ein bemerkenswertes Hormon. Der hat also hier so ein Fachbuch für die Ärzteschaft herausgegeben, denn oft beraten die Ärzte immer noch, ja, unvorteilhaft, verschreiben sogar Östrogene und sind selber nicht richtig informiert, gehen nicht tief genug auf die Frauen ein. Habe mich gerade heute eine Frau angerufen, die mir genau das berichtet hat. Man fühlt sich nicht wirklich da abgeholt, wo man steht, und Symptome können sogar hervorgerufen werden, die äußerst ungünstig sind. Dazu kommen wir gleich. Eine Östrogendominanz kann nicht bei einem Bluttest festgestellt werden. Da kann der Östrogenwert für sich gesehen okay sein, aber wenn Östrogen vorhanden ist, aber nicht ausreichend Progesteron oder gar kein Progesteron mehr, ist das Östrogen wie so ein Ausreißer. Also es ist richtig aggressiv im Körper und hat keinen Gegenspieler mehr. Diese Aufklärung hat Dr. Lee sein Lebenswerk gewidmet. Und inzwischen gibt es auch andere Ärzte, die da nachfolgen. Ja, zum Beispiel zeigen können, dass ab einem Alter von 35 der Progesteronmangel bei vielen Frauen in den Industrienationen gegen Null geht, während das Östrogen noch bei 40-60% liegen könnte. Man müsste das mit einem Speicheltest herausfinden. Mit einem Bluttest geht das nicht. Oder man fängt einfach an, zum Beispiel die Creme zu testen und die Speicher auf natürliche Weise aufzufüllen. Dazu kommen wir nachher noch, wie das genau geht und ob das in Frage kommt. Aber dann wird man selber feststellen, dass nebenwirkungsfrei es Verbesserungen gibt oder eben auch nicht, weil der Körper das auf natürliche Weise dann nutzt oder halt auch nicht. So, dann seit dem Jahr 2003 ist Östrogen auf der Liste der krebserregenden Stoffe. Ja, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, dass es so aggressiv ist. Man weiß heute, dass 6 verschiedene Krebsarten bei Frauen durch Progesteronmangel oder eben Östrogendominanz ausgelöst werden. Und es liegen auch Verdachtsmomente vor, dass auch Prostatakrebs darauf zurückzuführen sein könnte. Zum Beispiel hat es 1998 eine Studie gegeben, eine US-Studie von Women's Health Initiative, die positiven Wirkungen von synthetischen Östrogenen belegen sollten, die ja immer noch bis heute verschrieben werden. Ja, das war 1998. Da musste man nach 5 Jahren eine Studie, die eigentlich auf 10 Jahre ausgelegt war, abbrechen, weil sich Folgendes gezeigt hat. Das Brustkrebsrisiko wurde um 20% erhöht. Das Risiko für Herzkrankheiten war um 29% gestiegen. Schlaganfallrisiko 41%, Risiko für Venenthrombose und Lungenembolie um 213%. Und dann gab es häufig abnormale Mammografien. Demenz und Senilität bei den über 65-Jährigen hat sich deutlich vermehrt. Also wenn das nicht eine deutliche Sprache schon spricht, muss man sich wirklich wundern, wie es sein kann, dass heute noch so viel Östrogen gegeben wird. Ja, also was die Frauenärzte auch nicht unbedingt mitteilen, wenn sie sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, sind die eben genannten Punkte.
als Nebenwirkung von Östrogendominanz. Und jetzt werde ich mal eine Liste vorlesen mit weiteren Symptomen. Das ist jetzt einfach nur eine Auflistung. Ich komme gleich zu ein bisschen mehr erzählendem Teil, aber ich muss es einmal vorlesen, weil es ist echt so erschlagend, wenn man das hört, wie weitreichend das ist. Bei dem einen oder anderen PML, Brustspannen, Myome, denkt man ja noch vielleicht, okay, das sind hormonelle Sachen, da kommt man direkt drauf. Aber nicht all die Symptome, die mit Östrogendominanz zu tun haben, da denkt man direkt dran. Ja? Und deswegen möchte ich es einfach mal vorlesen, dass man das mal sich vor Augen führt, wie weitreichend das Problem wirklich ist. Also, was ihr Frauenarzt Ihnen wahrscheinlich verschweigt. Symptome einer Östrogendominanz. Beschleunigung des Alterungsprozesses, verminderte Libido-Potenzstörungen. Also es gilt immer für Männer und Frauen auch, also jetzt abgesehen von Gebärmutterkrebs und Brustthemen. Aber Männer haben auch Progesteronmangel oder Östrogendominanz. Männer und Frauen haben dieselben Hormone. Es ist ein Trugschluss zu glauben, das eine sind irgendwie weibliche Hormone, da haben wir nichts mit zu tun, oder wir Frauen haben kein Testosteron. Das stimmt nicht. Wir haben als Menschen alle dieselben Hormone, nur die Zusammensetzungen sind bei Mann und Frau unterschiedlich. So, also verminderte Libido-Potenzstörungen können die Folge sein. Depressivität verbunden mit Angst und innerer Unruhe. Allergien, auch Asthma, Ausschläge, Nebenhöhlenverstopfung kann damit zusammenhängen. Autoimmunstörungen. Der Dr. Platz, den ich auch noch empfehlen kann, der hat das Buch geschrieben, Die Hormonrevolution. Ich zeige das auch mal kurz. Der schreibt zum Beispiel, dass all seine MS-Patienten auch unter einem massiven Progesteronmangel leiden. Dann Empfindlichkeit bzw. schmerzhafte Brüste bei den Frauen, Fehlentwicklung, Gebärmutterhals, Gebärmutterkrebs, Myome, dann kalte Hände, Füße, Körperkälte aufgrund einer Schilddrüsendysfunktion, Erschöpfung, Knötchen und Geschwülste in der Brust, Gallenblasenerkrankungen, Haarausfall, auch Kopfschmerzen, Migräne, Konzentrationsstörungen, verstärkte Blutgerinnung, unregelmäßige Menstruation, Periodenschmerzen, dann Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, PMS, aber auch trockene Augen, dann Schlaflosigkeit, Gedächtnisverlust, unerfüllter Kinderwunsch, Fehlgeburten, auch Schwangerschaftsübelkeit, schreibt Dr. Platt, wird ausschließlich verursacht durch zu hohe Östrogenwerte. Wenn ich das mal in meiner Schwangerschaft gewusst hätte, dann hätte ich auch diese Jamscreme schon mal genommen. Denn ich war da echt übelst von betroffen. Knochenabbau in den Wechseljahren, Osteoporose, großes Thema, kommen wir auch noch zu. Unterzuckerung, also das kommt daher, weil ein hoher Insulinspiegel entsteht, wenn zu wenig Progesteron da ist. Was dann auch zu mehr Fettgewebe, also Fetteinlagerung, vor allem am Bauch, an den Hüften und den Schenkeln führt. Nämlich Östrogen ist lipogen, also es speichert Fette ein. Es kann aber auch zu Wassereinlagerungen im Gewebe kommen, so ein Völlegefühl entstehen und insgesamt einem trägen Stoffwechsel. Progesteron ist der natürliche Gegenspieler dazu und entsprechend, eben haben wir gehört, depressive Verstimmung. Progesteron umgekehrt ist ein Antidepressivum, ist ein natürliches Wohlfühlhormon, das die Stimmung aufhält. Progesteron hilft beim Abnehmen, denn Progesteron regt den Stoffwechsel an, hilft Fett zu verbrennen, ist eben im Gegensatz zu Östrogen, das die Fettbildung verstärkt, wird es hier reduziert. Die Hormone der Schilddrüse werden unterstützt, die Funktionen Wassereinlagerung ausgeschwemmt, die Überproduktion von Insulin wird runtergefahren. Auch dadurch wird eben stärker wenn diese Überproduktion da ist, wird stärker Fett eingelagert und das geht eben zurück. Häufig haben deswegen Menschen auch so ein Problem mit Fettleibigkeit. Da können sie essen, was sie wollen. Das entsteht einfach durch diese Insulinproblematik. Und wenn dann wieder aus der Stoffwechsel wieder ausreichend in Gang kommt, purzeln die Pfunde ganz von allein. Progesteron hilft massiv bei Erschöpfung, erhöht die Körpertemperatur, verbessert das Gedächtnis, also gerade bei Wirkung aufs Gehirn. Besonders viel Progesteron wird im Gehirn festgestellt, da sind besonders viele Rezeptoren für Progesteron. Daher geht man auch von einem besonders günstigen Einfluss bei Alzheimer aus von Progesteron. Schon gesagt, die Schilddrüsenfunktionen werden unterstützt, Haarausfall geht zurück, die Haare werden besser, stimuliert die Haare. Die
Blutgefäße erfahren eine heilende Wirkung. Dann gibt es eine antithrombotische Wirkung. Libido und Potenz werden durch Progesteron stimuliert. Dann gibt es eine gute Wirkung aufs Nervengewebe. Also man fühlt sich halt insgesamt so ein bisschen besser eingebettet, ein bisschen entspannter mit allem. Aber das hat auch konkrete Wirkungen, wenn es jetzt Schmerzen gibt, Nervenschmerzen. Zum Beispiel hat Dr. Platt sehr gute Erfahrungen gemacht bei Diabetikern, die so Neuropathien oder Polyneuropathien hatten, also so Nervenschmerzen. Da hat er feststellen können, dass durch das Progesteron die Nervenstränge viel besser geschützt sind und die Schmerzen zurückgehen oder verschwinden. Insgesamt wird das Immunsystem durch Progesteron massiv gestärkt. Progesteron gleich, kann man sagen, alle negativen und aggressiven Wirkungen von Östrogen, besonders das Östradiol, ein Teil, also ein Östrogen, was hauptsächlich vorliegt, das ist das aggressivste. Da wird ein schöner Ausgleich gegeben durch Progesteron. Wie gesagt, mehr als 6 verschiedene Krebsarten sind bekannt, die auf Progesteronmangel oder Östrogendominanz zurückzuführen sind. Bei Männern kann durch Progesteron auch das Wachstum der Prostata gebremst werden. Progesteron wirkt nicht feminisierend, wie man vielleicht denken könnte, wenn Männer jetzt Angst haben, oh Gott, dann schwillen die Brüste und ich werde verweichlicht oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, wir sehen gleich, Progesteron ist ein Jungbrunnen und das Mutterhormon auch für Testosteron. Also auch bei Männern gibt es in der Mitte des Lebens so um die 50, ab 50, 55, geht das Testosteron runter und spätestens da werden die Männer wahrscheinlich wach. Wenn sie hören, dass man da was tun kann, denn Progesteron hilft da auch beim Thema Haarausfall. Und. Wir sehen gleich die Hormonsynthese. Da kann man schön sehen, wie aus dem Progesteron alle anderen Hormone gebildet werden. Übrigens auch Östrogen. Dann stabilisiert Progesteron Zink und Kupfer im Körper. Ja, und dann ein großes Thema ist das Thema Osteoporose. Mit 50 Jahren haben 50% der Frauen leiden unter Osteoporose, also massiven Knochenschwund. Ist ein Zitat von Dr. Platt aus diesem Buch. Primäre Ursache von Osteoporose ist Progesteronmangel. Frauen, die Pille nehmen, also sprich Östrogene eingenommen haben oder nehmen, erkranken früher an Osteoporose. Da ist die körpereigene Progesteronproduktion unterdrückt. Daher sollte Progesteron das Hormon für die Osteoporose-Therapie sein, denn es stimuliert die Osteoblasten und damit die Knochenneubildung. Östrogen tut das nicht. Dazu die kurze Erläuterung. Also Dr. Lee hat damit schon lange versucht, darüber Aufklärung zu machen, hat ganz, ganz, ganz viele Studien gemacht über den Knochen, die Knochendichte von Frauen vor allen Dingen und festgestellt, dass schon Mitte 30, ab 35 geht die Knochendichte schon um 20-25% zurück. Man merkt das dann noch nicht, aber der Prozess des Abbaus ist schon in vollem Gange. Wenn jetzt Östrogen gegeben wird, was ja immer heißt, das ist so super bei Osteoporose. A, es gibt keine Studien darüber, dass das wirklich nachhaltig hilft. B, was macht Östrogen in den Knochen? Die Zellen werden im Knochengewebe besonders lange erhalten, ja. Aber sie werden dann sehr, sehr alt und es gibt keine Neuerung. Wenn man dann das Östrogen mal absetzen sollte oder auch sonst, hat man eben sehr altes Knochengewebe, was dann umso schneller abgebaut wird. Was hier fehlt, ist eine Neubildung von Knochengewebe. Aber die ist möglich. Und das ist die schöne, positive Nachricht. Mit dem Progesteron haben wir hier wirklich eine Lösung. Ja, also Dr. Lee schlägt das vor. Ich bin ja keine Ärztin, aber ich beziehe mich einfach auf alles, was ich gelesen habe und reporte das hier einfach mal. Ja? Das ist einfach die Meinung aus den Büchern. Ich finde das äußerst interessant und selber vertraue ich darauf und nehme deshalb die wilde Jams-Creme, um genau dafür eine Lösung zu haben, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann man dem Thema Osteoporose begegnen? Ja, gerade Frauen mit schlankem Körperbau, also gibt noch ganz viele andere Marker, wann man davon wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit betroffen sein könnte. Ich falle in gewisser Weise in diese Risikogruppe und habe mich immer gefragt, was kann ich tun, und bin total happy, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, dem vorzubeugen.
So, und eben das Progesteron regt die Osteoblasten, das sind die Zellen in den Knochen, die den Knochenbau machen, an. Und so werden immer neue Zellen gebildet. Und das ist ja viel wertvoller, als altes Material zu erhalten. Ne? Ja, also Dr. Lee hat schon in den 60er Jahren angeprangert, dass Östrogen für klimakterische Beschwerden, also Beschwerden in den Wechseljahren, verwendet werden. Dass das eigentlich Quatsch ist, aus seiner Sicht. Ja, damit sind wir beim nächsten Punkt. Wann tauchen denn diese Beschwerden auf? Ist das hauptsächlich in den Wechseljahren? Einerseits ja. Spätestens in der Lebensmitte, sagen wir mal 40 plus, tauchen bei 25% der Frauen und sicher auch bei vielen Männern dann ab 50 spätestens spürbare kleinere oder größere Problemchen auf. Ja. Der Knochenschwund, wie gesagt, ist nur ein Thema davon, also Richtung Osteoporose. Andere Sachen haben wir eben schon gehört, Libidopotenzstörungen, Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, Leistungsverminderung, unkontrollierbares Übergewicht, nachlassendes Bindegewebe, Haut- und Schleimhautatrophie, also trockene oder verschwindende Schleimhäute. Viele Menschen haben auch mit den Gelenken plötzlich zu tun, mit Bandscheiben oder anderen Gelenken, Knie, Hüften. Haarausfall kann eine Folge sein, Kopfschmerzen, emotionale und psychische Disbalancen. So, das wird besonders massiv um die, ja, Lebensmitte herum, weil dann natürlich das Progesteron stark sinkt, das Östrogen aber noch da ist. Und das trifft auch schon auf Frauen zu vor den Wechseljahren. Also die Menstruation ist noch da, Östrogene finden noch statt, aber das Progesteron ist nicht mehr in dem Maße da. Das liegt unter anderem bei den Frauen daran, dass ab ungefähr dem 32. Lebensjahr können, verstärkt ab dem 35., sind immer wieder Zyklen da, ein ganz normaler Menstruationszyklus, der allerdings von außen gibt es keinen Unterschied spürbar für die Frau, ohne einen Eisprung verläuft. Warum ist das problematisch? Könnte man ja sagen, toll, braucht man gar nicht verhüten. Also A, weiß man natürlich nicht, wann das eintritt und wann nicht. Also ist nicht kontrollierbar. Aber auf der anderen Seite ist es sehr problematisch, denn wenn es keine Ovulation, also keinen Eisprung gibt, gibt es nicht das Gelbkörperhormon, das Progesteron, wie wir das hier nennen. Denn in der zweiten Zyklushälfte wird vor allen Dingen Progesteron produziert, in der ersten Hälfte vor allen Dingen Östrogen. Warum? Progesteron ist auch das schwangerschaftserhaltende Hormon, was dann in der zweiten Zyklushälfte relevant würde. Und es ist natürlich, hat all die anderen guten Funktionen, die wir eben gesehen haben, für die Psyche, für das Wohlbefinden, für ganz viele Funktionen im Immunsystem und in anderen Körpersystemen. Und wenn das dann nicht mehr vorhanden ist, haben wir eben gehört, wozu das alles führen kann. So, und das kann allerdings auch schon stattfinden in früheren Jahren. Zu den Ursachen, da kommen wir gleich noch. Es kann in allen Lebensphasen alle Arten von hormonellen Disbalancen geben. Schon bei Kindern. Ja, also wenn Kinder an ADHS oder ADS leiden, gibt es da auch häufig schon eine Disbalance, die auch ererbt wird. Dann Schilddrüsenerkrankungen, Haarausfall haben wir eben auch schon genannt. Das kommt auch schon vor den Wechseljahren vor, gerade auch bei Männern schon in den 20ern, 30ern kann das schon sein. Unerfüllter Kinderwunsch, Probleme mit Zysten, mit Myomen, dann in der Schwangerschaft Übelkeit, dann danach Wochenbettdepressionen, Erschöpfungszustände, auch hier unkontrolliertes Übergewicht und so weiter, kann eine hormonelle Ursache haben, sehr wahrscheinlich. Also es lohnt sich, da mal hinzuschauen. Ja, auch Migräne, Schlafstörungen und vor allen Dingen emotionale Ungleichgewichte. Depressionen sollte man auch mal auf die Hormone schauen. Ja, was sind die Ursachen vom Progesteronmangel? Eine habe ich eben schon genannt, das Zyklen ohne Eisprung verlaufen. Dann ein großes Problem, das wir alle haben, Männer wie Frauen, wir sind Umwelteinflüssen ausgesetzt, die wir nicht mehr in der Kontrolle haben. Wir haben es ständig mit Plastik zu tun, mit also Pestizide und Herbizide, die über die Nahrung zu uns kommen, ne? Gespritztes Gemüse und Obst, dann über die Luftverschmutzung, über das Trinkwasser, da sind auch häufig Hormone drin von Frauen, die die Antibabypille nehmen oder Hormontherapien haben.
man sagt, das Trinkwasser kann eigentlich gar nicht von den Hormonen vollständig befreit werden. So, aber zurück nochmal zur Umweltverschmutzung. Also es gibt immer mehr Stoffe, chemische Stoffe, das sind sogenannte Xenohormone oder Fremdöstrogene, die sich verhalten wie Östrogene, aber für den Körper Fremdkörper bilden. Also die gehen an die Östrogenrezeptoren, haben teilweise noch eine üblere Wirkung als das Östrogen selber. Kann auch von Tieren, das hatte ich eben noch nicht erwähnt, die mit Hormonen gezüchtet wurden, herrühren. So, dann ist das Problem von diesen Xenohormonen, dass sie nicht umwandelbar sind dass es halt Fremdkörper sind, so wollte ich sagen, dass sie nicht verwertbar sind und wir eigentlich nicht wissen, was das für vergiftende Wirkungen auf den Körper hat. Dann darf man nicht vergessen, dass auch in der Schwangerschaft unserer Mütter bereits Umwelteinflüsse bestanden haben, geschweige denn heute für unsere Kinder. Und das Problem mit den mangelnden Hormonen in der Lebensmitte schon in den ersten Tagen der Schwangerschaft gelegt wird. Also während wir selber noch im Bauch waren, in den ersten Tagen schon, werden zum Beispiel die Follikel bei der Frau geschädigt, wenn bestimmte Umweltgifte im Körper der Mutter vorhanden sind. Und das tritt erst in Erscheinung, wenn dieses Baby sozusagen erwachsen ist und selber 32, 35 oder so ist und dann eben immer weniger Progesteron produziert werden kann. Man hat das zuerst in der Tierwelt beobachtet und festgestellt, dass die immer mehr Probleme mit der Fortpflanzung haben. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen, dass Hoden und Eierstöcke geschädigt, wo also nachhaltig verändert wurden. Und sozusagen kann man auch bei Menschen beobachten, es gibt sowas wie eine generationenversetzte Gelbkörperschwäche. Ja, also Gelbkörper ist das, was dann die Progesterone bildet. Gelbkörperhormon, wie gesagt, heißt das Progesteron auch. So, und das finde ich auch, weil man könnte sich ja fragen, ja, warum muss man denn da jetzt irgendwas machen? Kann der Körper das nicht selber regulieren? Hat das nicht alles irgendwie so einen Sinn, dass dann das Progesteron doch zurückgeht? Das hatte ich mich zumindest gefragt und habe dann hier die Antwort gefunden, dass es da tatsächlich durch unsere heutigen Lebensbedingungen Probleme gibt, denen wir dann doch durchaus entgegensteuern sollten und auch können. Ein weiterer wichtiger Punkt, der unsere Zeit sehr kennzeichnet, ist ja der Stress. Also das kenne ich als Yoga-Lehrerin super, dass viele Menschen kommen, die unter großem Stress leiden und große Erleichterung finden durch Entspannung, Yoga, Meditation. Und ja, also Cortisol ist da das Stichwort, auch ein Hormon, das bei Stress stark ausgeschüttet wird und auch schädigende Wirkung haben kann auf den Körper und eben auch die Progesteronbildung dann wieder schwächt und dann wieder dazu führt, dass Eisprung stattfinden. Dann wirkt natürlich die Gabe von Östrogenen oder Hormonen auch wieder stark hier ein und führt wieder zu einer starken Östrogendominanz, die wieder dieselben Probleme verursacht. Wenn zum Beispiel die Pille genommen wird oder andere hormonelle Verhütung verwendet wird oder Medikamente eingesetzt werden gegen Osteoporose oder andere Wechseljahrsbeschwerden. So, jetzt kommt etwas ein bisschen Chemisches, einfach um das so ein bisschen zu verstehen, was da passiert. Ich zeige jetzt mal so ein Schaubild. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Also man sieht jetzt hier oben Cholesterol, ja, das ist im Fettgewebe und daraus wird Pregnenolon gebildet, kann man das sehen. Daraus entsteht dann das Mutterhormon Progesteron. Wie man sehen kann, werden hier hinten aus dem Progesteron Testosteron gebildet und Östrogene. Cortisol auch. Genau, also alle Steroidhormone entstehen aus dem Progesteron. Progesteron wird daher als Mutterhormon bezeichnet. Und hier oben setzt dann das Diosgenin ein, da kommen wir nachher noch dazu, aus der wilden Jamswurzel. Das ist eben dieser pflanzliche Stimulator, der macht, dass das Progesteron leichter gebildet wird.
Unterstützung kriegt, um sich ganz leicht zu bilden im Körper selber. So. Ja, das ist die Hormonsynthese und das ist so ein Geschenk, dass man eben nicht Hormone, das Hormon, das Hormon, das Hormon geben muss, sondern wenn man die Synthese im Körper stimuliert, dann wird man feststellen, dass der Körper die Hormone alle selber bildet, ja, aus dem einen Hormon das nächste und zwar in der Zusammensetzung, die er selber braucht. Der Körper stellt alle anderen Hormone selber her, auch DHEA habe ich eben gar nicht genannt. Ist ja auch in dem Schaubild zu sehen gewesen. Wichtiges Hormon auch bei Herzen- und Kreislauferkrankungen, auch bei Osteoporose spielt es eine Rolle, Übergewicht, Gedächtnisschwund und besonders ein Hormon für Jugend, positive Stimmung, Sexualität. Also man sagt, ohne DHEA gibt es praktisch keinen Sex. Also wenn das nicht mal ein Ansporn ist. Und oft ist der DHEA-Spiegel eben gebremst durch Stress, durch Bewegungsmangel, durch schlechte Ernährung. Und klar, Meditation, Entspannung helfen da sehr, sehr gut. Da gibt es gute Erfolge. Aber was am besten wirkt, ist tatsächlich die Yamswurzel. Ja, auch da wieder ganz spannend. Habe ich jetzt alles in ganz unterschiedlichen Quellen gefunden, ohne speziell danach zu suchen. Aber wenn man sich mit dem Thema Progesteron beschäftigt, stößt man immer wieder auf die wilde Yamswurzel. Das ist wirklich wahr. Ja, damit kommen wir auch schon zu der alles entscheidenden Frage, was kann man tun? Da gibt es eigentlich drei Wege im Grunde genommen. Die beiden ersten, also der erste ist damit in die Welt gekommen, dass die Antibabypille gefunden wurde, dass man synthetische Hormone herstellen konnte. Das war damals erstmal eine Revolution, allerdings wusste man noch nichts über die Folgen und Nebenwirkungen. Und das Problem dabei an den synthetischen Hormonen, die ja bis heute von den Ärzten verschrieben werden, ist, dass es nicht das körpereigene Hormon ist. Also tatsächlich wird nicht das Hormon gegeben, was der Körper braucht oder was der Körper selber herstellen würde, sondern es wird ein leicht molekular technisch verändertes Hormon gegeben. Und das bedeutet, dass es eben eine andere Struktur hat als das Körperhormon. Also ich finde das absolut problematisch. Das liegt natürlich daran, dass man solche Hormone patentieren und kommerzialisieren kann. Das geht mit natürlichen Produkten dann nicht so gut. Das weitere Problem ist, dass diese Hormone nicht umwandelbar sind in andere Hormone. Also diese Hormonsynthese hier, die funktioniert dann nicht mehr. Es ist einfach so ähnlich wie gentechnisch manipulierter Mais. Man gibt einmal die Saat, aber sie reproduziert sich nicht. Man gibt das Hormon, aber es stößt keine Prozesse im Körper an, die eigenständig werden, die aus dem Körper selber entstehen, sondern es ist eine Einbahnstraße, könnte man sagen. Außerdem sind die Hormone schwer im Körper abbaubar, es bleiben Rückstände im Körper zurück, wo man noch gar nicht absehen kann, ja, wie da eigentlich wirklich die Langzeitwirkungen sind, beziehungsweise teilweise merkt man es ja schon und das ist nicht wirklich erfreulich. Dann gibt es seit einigen Jahren die bioidentischen Hormone. Das schien eine große Revolution zu sein. Auch Dr. Platt, den ich hier grundsätzlich sehr empfehle, empfiehlt bioidentische Hormone. Ich finde den Ansatz von ihm total super, finde aber den Lösungsansatz mit den bioidentischen Hormonen, also würde ich jetzt nicht wählen. Da finde ich eben den natürlichen Weg, zu dem ich gleich komme, am besten. Aber so ist schon mal besser, bioidentisch, denn zumindest ist das Hormon, was jetzt da gegeben wird, exakt dasselbe, was der Körper auch bildet. Ja? Allerdings, woher wird es gewonnen? Es wird aus der wilden Yamswurzel gewonnen und im Labor verändert, also synthetisiert in drei Schritten. Also es ist ein halbsynthetisches Produkt. Man kann zwar sagen bioidentisch, das klingt dann so biologisch, ist aber im Grunde auch ein synthetisches, künstliches Produkt. Und auch da wieder auf diese Weise dann patentier- und kommerzialisierbar. Progesteron kann außerhalb unseres Körpers nicht hergestellt werden, nicht in natürlicher Form vorliegt. Geht nicht. Ja. Also es geht nur im Körper selber und ja, ist dann nicht der geschickteste Weg, die Natur anzuregen und den Körper dazu zu bringen, selber das Hormon herzustellen. Ja. So. Denn ein weiteres Problem, was ich sehe, ist, wenn man jetzt Hormone gibt, ob jetzt bioidentisch oder künstlich, man muss einen ganz, ganz genauen Hormonstatus haben, der eigentlich engmaschigst überprüft werden muss. Man muss jedes Hormon einzeln geben. Man stärkt den Körper nicht in der Eigenproduktion. Und ja, es muss Abfallprodukte geben. Es ist eben nicht das Natürliche und man muss ganz genau den Status kennen. Also es ist nicht so, dass der Körper da irgendwas selber dann reguliert. Man kann auch überdosieren.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich hatte immer schon eine Abneigung, Hormone einzunehmen. Einfach weil ich immer schon gemerkt habe, Hormone greifen so sehr in mein persönliches Gleichgewicht ein. Ich habe das in der Jugend sehr stark gemerkt. Also das war, da habe ich mich als so ein anderer Mensch irgendwie gefühlt als sonst. Genauso in der Schwangerschaft, da war so eine starke, also ich, ja, und dann in den Tagen im Wochenbett. Also ich konnte immer wieder in meinem Leben merken, wie hormongesteuert man doch ist und wie sensibel der Körper reagiert darauf. Und von daher hatte ich immer schon eine Abneigung, in dieses feine Gleichgewicht einzugreifen durch so einen Hammer wie so ein plakatives Hormon, was dem Körper nicht die Möglichkeit lässt, selber zu regulieren. Und so finde ich einfach es am geschicktesten, den natürlichen Weg zu wählen und eine natürliche Stimulanz zu geben, über eine Pflanze kein Hormon direkt nehmen, sondern die Vorstufe, dass die Yamscreme enthält Diosgenin, das ist die Vorstufe vom Progesteron, also vom Pregnenolon, und kann so kann der Körper selber natürliches Progesteron herstellen. Also wir, die Herstellerin jetzt von dieser Creme, für die ich so schwärme, sagt zum Beispiel, wir stimulieren mit dieser Creme den Körper, wieder in die eigene hormonelle Regulation zu gehen. Ja, so kann der Körper das selber machen. Kleinen Moment. Kurzer Tipp. Ja, auf diese Weise kann man eben den Progesteronspiegel ganz natürlich wieder auffüllen. Das kann einen Moment dauern. Bei mir hat das irgendwie direkt so Klick gemacht. Aber man sagt, so 3 Monate sollte man eine Kur machen, um wirklich die Depots wieder aufzufüllen. Danach kommt das Ganze wieder ganz gut in Schwung. Man kann dann eine Erhaltungsdosis nehmen oder auch ohne probieren. Auf jeden Fall passiert da etwas im eigenen Stoffwechsel und es ist nicht so ein One-Way-Ding, was dann aufhört, sobald man die Einnahme stoppt. Was ist die wilde Yams? Also Hilfe aus der Natur, habe ich das jetzt genannt. Es gibt natürlich auch noch andere Stoffe in Pflanzen. Die wilde Yams enthält einfach das höchste Konzentrat an Diosgenin, dieser Vorstufe von Progesteron. Die Pflanze kommt aus Nordamerika, besonders Mexiko. Sie wirkt unter anderem auch stark krampflösend, beseitigt auch dadurch Menstruationsbeschwerden, Schmerzen, dann auch bei schlechter Durchblutung, Nervenschmerzen, Nervenverspannung, Muskelverspannung, Bauch- und Darmkrämpfe, entzündliche Phasen der rheumatoiden Arthritis, enthält reichlich Kalium und so weiter. Also es gibt noch jede Menge positive Wirkungen der Yams direkt selber, abgesehen von dem Stimulieren des Progesterons. Die Yams-Wurzel wird in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit tausenden von Jahren eingesetzt und wird, also ich zitiere jetzt hier gerade eine Frau, eine Heilpraktikerin, und wird auch in Lateinamerika eingesetzt, schon lange in der traditionellen Medizin. Also es ist jetzt kein moderner Hype, irgendwas, was jetzt neu gefunden wurde und jetzt auf einmal das der letzte Schrei ist, sondern es ist seit jeher bekannt. Auch Rudolf Steiner und Hildegard von Bingen haben bereits die Lichtwurzel sehr, sehr angepriesen, also geradezu Wundermittel. Und das ist auch aus der Familie der Yamswurzel, Yamspflanze, Yamswurzel. Das ist eine Familie, wobei es auch wohl darauf ankommt, wo die Pflanze wächst. Also die Yams aus Mexiko hat natürlich eine andere Lichteinstrahlung genossen und eine andere Zusammensetzung nochmal, auch einen anderen Diosgenin-Gehalt. Als jetzt vielleicht die Yams aus China oder wenn das hier in Europa so eine Lichtwurzel ist. Letztens auf Teneriffa, wo wir ja auch eine Yoga-Reise hin machen, da wurde uns auch eine Yams gezeigt. Das ist die Yams, als Süßkartoffel wird die da als Gemüse verwendet. Ich weiß es nicht, wie hoch da dann der Diosgenin-Gehalt ist. Der ist sicher auch vorhanden, sogar in unseren Möhren. Unsere Möhren sind unterstützend für Progesteronhaushalt, auch wenn die jetzt kein Diosgenin direkt enthalten, soweit ich weiß. Aber die Yams da auf Teneriffa, ich weiß nicht, wie hoch da der Diosgenin-Gehalt ist. Da vertraue ich jetzt eher auf die Ursprungspflanze aus Mexiko, weil ich denke, da kommt sie hauptsächlich her und enthält dann auch wahrscheinlich die beste Zusammensetzung, auch nach dem, was ich bisher recherchieren konnte. Dann könnte man sich fragen, warum eigentlich eine Creme? Ja, also es gibt tatsächlich auch Kapseln mit dem Pulver der Yams ist auch gut, ist allerdings jetzt im Vergleich zur Haut gibt es einen Verlust von über 80 oder kann bis zu 80% einen Verlust geben über die Verstoffwechselung, über die Leber und den Darm, sodass schon mal ein großer Teil der Wirkung unterwegs verloren geht.
Der Diosgenin-Stoffwechsel findet im Fettgewebe statt. Also wenn wir direkt hier so an so zarten Hautstellen unter den Oberarmen oder in den Oberschenkeln, Unterbauch, auch Brüste cremen, dann wird es direkt dort verstoffwechselt. Ja, wir haben das ja vorhin gesehen, Cholesterol, ja, also das bedeutet immer Fettgewebe hier. Da, wie eine Gießkanne, kommt dann das Diosgenin dazu aus der Pflanze und regt massiv diese Kette hier an. Deswegen ist es so wichtig, die Creme auch eben in diesen Unterhautfettgewebestellen, was für ein Wort, aufzubringen, damit dort dieser Stoffwechsel auch stattfindet. Wenn ich das jetzt hier am Puls mache, kann sein, dass ich gar nicht so einen tollen Effekt habe, weil hier wenig Fett ist. Ja? So zarte Hautstellen zudem, damit es gut aufgenommen werden kann über die Haut. Ja, dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Produkte, auch da. Ich kenne jetzt natürlich nicht die ganze Palette. Man könnte natürlich mal googeln, was es alles so gibt. Ich kann jetzt nur zu dem Produkt was sagen, was ich jetzt gut kenne. Ich habe auch schon gehört, dass es gibt auch sehr gute Öle wohl. Wobei da dann gesagt wird, die sind schwerer zu nutzen, weil die auch Fettflecken dann in den Klamotten machen. Aber ich habe selber noch keine Erfahrung, müsste ich mal testen. Im Moment nutze ich eben diese Yams-Creme von der Firma Vital Life. Also ist jetzt nicht, dass ich primär hier eine Werbesendung machen will. Also ist natürlich jedem freigestellt, das zu nutzen, wo er sich hingezogen fühlt. Also auch wenn man jetzt bioidentische Hormone für gescheiter hält, das ist jedem überlassen. Mir liegt einfach mit diesem Vortrag sehr daran, aufzuklären über dieses noch nicht so verbreitete Wissen über Progesteronmangel. Was man dann macht und ob man überhaupt was machen will, das muss jeder selber wissen. Ich erzähle jetzt einfach mal was über diese Yams-Creme, die mir persönlich so wahnsinnig gut hilft und eben auch vielen Frauen um mich herum. Der Vorteil an diesem Produkt ist, dass alle Zutaten sind zu 100% biologisch. Das hat mich selber sehr überzeugt. Dann ist es jetzt hier auch noch so, dass die Creme noch was Besonderes enthält, nämlich sogenannte Spagyrik. Also ich weiß nicht, wer das kennt, das geht auf Paracelsus zurück. Das ist ein besonderes Verfahren, bei dem die Wirkstoffe destilliert werden und immer weiter destilliert und somit verfeinert. Das verstärkt die Wirkung. Also ich persönlich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Spagyrik, habe das immer schon mal wieder hier und da beim Heilpraktiker gehört, ist mir immer wieder begegnet. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Homöopathie, dass ja durch das Potenzieren, je höher die Potenz, desto intensiver die Wirkung. Und so ähnlich ist das hier auch. Das wird immer weiter verfeinert. Spagyrisch, ja, manche sagen, es ist wie Alchemie und dadurch ist der Effekt nochmal viel, viel stärker. Und diese Creme hier enthält beides, sowohl 7% Extrakt aus der Yams, mexikanischen biologischen Yamswurzel, als auch Spagyrik. Und das potenziert den Effekt der Wirkung. Zudem enthält sie auch noch spagyrisches Silber und Perle, was auch nochmal so den Emotionshaushalt ausbalanciert, kühlend, beruhigend wirkt. Gut. So, zum Abschluss noch ein Brief von einer Frau, der ist jetzt ganz aktuell, von einer Frau, die die Creme nutzt. Sie selber Heilpraktikerin. Und sie schreibt, die Yamswurzel wird in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit Tausenden von Jahren eingesetzt, hatte ich eben schon gelesen, die Stelle, da sie die innere Mitte und die Nierenessenz stärkt. Bei Symptomen wie Schweißausbrüchen, Ausfluss, Haarausfall, aber auch anderen Wechseljahresbeschwerden findet sie schon lange ihre Anwendung. Sie ist daher keine Modeerscheinung, sondern ein uraltes Heilmittel, welches vor allem in der Frauenheilkunde über einen sehr langen Zeitraum eingesetzt wird. Vor 4 Jahren lernte ich die Yamswurzelcreme von der Firma Vital Life kennen. Da ich zu diesem Zeitpunkt selber unter hormonell bedingten Beschwerden litt und mein Arzt mir dringend zu einer Hormonersatztherapie riet, war ich sehr dankbar und neugierig und versuchte die Creme zunächst an mir selber aus. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nächtliche Schweißattacken, Zwischenblutungen, Haarausfall, sehr schmerzhafte und kräftezehrende Blutungen und auch 2 Myome in der Gebärmutter. Generell fühlte ich mich auch sehr antriebsarm und kraftlos. Daher war ich zunächst äußerst skeptisch, ob mir die Yamswurzelcreme tatsächlich helfen würde. Das änderte sich innerhalb einer Woche nach der ersten Anwendung. Ich fühlte auf einmal mehr Energie. Ja, bin ich. Die nächtlichen Schweißattacken verschwanden innerhalb von einem Zyklus. Die Blutungen regulierten sich und sogar die Myome verkleinerten sich und verschwanden gänzlich.
Seitdem verordne ich die Creme regelmäßig in meiner Praxis und erhalte viele dankbare Rückmeldungen von meinen Patientinnen. Nicht alle hormonellen Probleme kann man mit der Yamswurzel lösen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, einen Versuch zu unternehmen, wenn man dadurch eine klassische Hormonersatztherapie vermeiden kann. Ja, das zu diesem Produkt. Also wie gesagt, normalerweise verkaufe ich keine Sachen. Ich bin Yogalehrerin und lebe von Seminaren und Reisen, Yogareisen nach Bali, nach Teneriffa machen wir. Das sind meine eigentlichen Herzensprojekte und natürlich ganzheitliches Leben, Gesundheit, Entspannung. Das hier ist jetzt einfach ein Thema, was so sehr auf mich zugekommen ist, dass ich mich da einfach reingekniet habe und begeistert bin, weil es so eine schöne Ergänzung ist zu den anderen Dingen, die ich noch tue, die Richtung Entspannung gehen. Und wenn ihr Interesse habt, wenn jemand Interesse hat an der Creme, ich selber habe die immer jetzt hier, ich verkaufe sie sozusagen jetzt doch einfach, damit ich sie da habe, wenn jemand Interesse hat. Also wenn ihr sie bestellen wollt, könnt ihr das gerne bei mich machen, müsst ihr nicht, freue ich mich natürlich. Und ansonsten, genau, gibt es auch einen Link, den man anklicken kann, das kann man auch dort dann direkt bei der Firma bestellen. Ja, und wir machen auch Workshops zu den Themen. Und auch zum Thema natürlich Yoga und Tiefenentspannung. Yin-Yoga ist mein Schwerpunkt, auch ein sehr schönes Yoga für Frauen, wo es um Loslassen, Entspannung geht. Denn ohne das geht es auch nicht. Also wir brauchen nicht nur jetzt diese hormonelle Stimulanz, sondern natürlich auch einen Lebenswandel, in den das so als Gesamtkonzept reinpasst. Da gehört auch ausreichend Schlaf dazu, eine gesunde, vitalstoffreiche, ausgewogene Ernährung und eben für Entspannung zu sorgen im eigenen Leben. Entgiftung ist auch noch ein wichtiges Thema, denn wenn die Leber nicht intakt ist, ist das auch schwierig mit den Hormonen. Ja, also da gibt es verschiedene Bereiche, von denen aus man sich dem Thema nähern kann. Aber mir war das ganz, ganz wichtig, mal zu dem Thema Progesteronmangel zu sprechen und was wir eben wirklich tun können mit Hilfe aus der Natur. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch sage, was es noch für Pflanzen gibt, die auch Diosgenin enthalten. Wilde Yams, wie gesagt, ist unschlagbar. Höchste Konzentration ever. Dann gibt es noch Boxhornkleesamen, auch als Keimlinge. Die enthalten auch viel Diosgenin. Alfalfa-Sprossen, Karotten. Karotten haben doch auch Diosgenin. Ja. Und Papaya kann bei Östrogendominanz auch helfen. Besonders die Kerne sind da spannend. Wertvolles Heilmittel auch gegen Durchfall. Auch Mönchspfeffer und Fenchel sind, also vor allem Mönchspfeffer, gutes Frauenheilmittel, enthalten auch verwandte Formen und Vorstufen von Progesteron. Frauenmantel Alchemilla wirkt ebenfalls progesteronähnlich. Und Walnussblatt, das kannte ich auch noch nicht, kann man als Tee nutzen. Ich selber habe auch noch einen Artikel gemacht, den man auf meinem Blog lesen kann, wo all die Infos in kurzer Version auch nochmal zusammengestellt sind, die jetzt hier in dem Video vorgekommen sind. Gut, dann freue ich mich, wenn wir uns sehen, hören, schreiben, wenn es Fragen gibt oder Rückmeldungen, gerne. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Also, schöne Grüße und bis bald. Tschüss.